Weltklasse zu wirklich einem absoluten Katastrophenschlag und aber auch wieder zurück. Fällt mir kein anderer Sportler ein, der das so schnell hin und her geht. Der Golfsport fasziniert mich, seit ich angefangen habe. Ich bin über einen Bekannten, habe ich es mal ausprobiert. Ich glaube, viele Golfer kennen das, wenn man einmal am Honig geschmeckt hat, dann man kommt nicht davon los, und das hat natürlich seine Gründe. Ich liebe es natürlich, erstmal in der Natur zu sein, zweitens diese Herausforderung, gegen sich selbst zu kämpfen. Aus meiner Sicht ist es kein anderer schuld, auch wenn es im Golf viele Ausreden gibt, und diese Herausforderung mit sich selbst und immer wieder eine ruhende Situation zu haben. Was beim Golf vor allem der Fall ist, ist dieses Wechselbad der Gefühle, dieses von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, von Weltklasse zu wirklich einem absoluten Katastrophenschlag und aber auch wieder zurück. Fällt mir kein anderer Sportler ein, der das so schnell hin und her geht. Und wenn man mal ein, zwei Birdies in Folge gemacht hat, dann denkt man, man ist der Größte. Und batsch, kommt's wieder. Schaut er wieder von oben runter und lehrt einen des Besseren. Und man geht einfach dann nach Hause und denkt sich, ja, immer schön auf dem Boden bleiben. Natürlich ist es so, jeder Golfer hofft ja immer, dass er durch Materialveränderungen sein komplettes Spiel auf den Kopf stellen kann. Das ist natürlich nicht ganz so der Fall, aber das Material sollte natürlich schon zu einem zum Typ Golfer passen, damit man natürlich nochmal die letzten paar Prozent rauskitzeln kann. Aber natürlich verändert man sich, deswegen sollte man, denke ich, wie so ein bisschen beim Zahnarzt alle halbe Jahr auch mal vorbeischauen. Was der Vorteil ist, wenn man natürlich, sage ich mal, gefittete Schläger hat und wenn man sich ein bisschen mit dem Material beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch natürlich auch ein bisschen mit seinem Spiel. Man macht sich Gedanken und das ist eigentlich schon der richtige Weg. Man setzt sich wieder neu mit dem Spiel, mit dem Golfspiel auseinander und dann wird normalerweise auch das Ergebnis besser und man hat vielleicht auch mehr Spaß. Vor allem die Spieler, die noch nicht so gut und noch nicht so gefestigt Golf spielen und wo der Schwung sich immer mal der körperlichen Tagesverfassung anpasst. Gerade da sind Schläger und auch Eisen, die sowohl im Lounge-Angle und wie hoch der Ball fliegt, dass man eben den Ball auch eben vorwärts transportieren kann. Ich denke, das Thema Fehlerverzeihung ist eben da ganz, ganz entscheidend. Und deswegen ist es gerade in dem Bereich der Einsteiger oder da, wo es noch nicht so gut funktioniert, kann man schon riesige Längenunterschiede durch gut gefittete Schläger erzielen. Also so ist mein Eindruck. Viele sind dann immer ganz verwundert, oh, wie weit geht der jetzt auf einmal so? Und gerade wenn man noch nicht so gut spielt, spielt er dann doch die Länge oder auch bei Spielern, die jetzt nicht täglich im Fitnessstudio unterwegs sind. Spielt da die Länge schon eine Rolle, wie dann das Ergebnis auch ist. Mein Interesse geweckt hast du, hat HIO, natürlich dadurch, dass man sich ja ein bisschen kennt und du ein Meister deines Faches bist, wenn es darum geht, deine Schläger, die du natürlich auch bewusst auswählst, dann natürlich auch zu präsentieren und mit wohlwollenden Worten zu umgarnen, war ich natürlich hellhörig bisher bin ich auch absolut zufrieden. Ja, natürlich ist es erstmal schön, wenn die Schläger so nach diesem Neu glänzen und wenn sie im Setup vor dir in der Hand hast. Die Optik muss stimmen, das war super. Die Gewichtsverteilung, deswegen haben wir sie auch ausgesucht oder wir haben uns ja auch ein bisschen damit beschäftigt. Bei mir ist es immer so, dass in so einer Golfrunde
auch immer wieder fantastische Schläge dabei sind. Die kommen natürlich dann höchstwahrscheinlich nur wegen dem Schläger zustande und die Misshits, da bin ich nicht verantwortlich. Bisher bin ich wirklich, ich habe mich auch Richtung Herbst nochmal handicapmäßig verbessert.